So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicker, eine neue Folge Pokémon Go. Heute ist es soweit, heute wollen wir am Sonntag den Giga Dynamax Gengar legen, probieren, raiden. Wir haben das Problem gehabt, dass schon 38 Accounts sich angemeldet hatten. Es wollten ein paar Helfer helfen. Ich habe dann gesagt, am besten ihr lasst die Hilfe bleiben. Wir gucken, ob die Leute vor Ort das schaffen, weil wenn dann nochmal welche kommen, dann ist das wieder eine neue Lobby, mehr als 40. Es ist nur Stress. Jetzt ist das Ganze für 15 Uhr angesetzt. Am Fischknabenbrunnen, Treffpunkt im Park. Bei uns ist jetzt, die anderen machen Mittagsschlaf. Hannes und ich und Hannes, wir zwei, sind jetzt schon mal kurz draußen. Wir wollen erstmal unseren täglichen Raid Pass wegmachen für Darkrai. Und sind gespannt, wie es nachher abläuft im Park mit dem Giga Dynamax Raid. Ich zeige euch auch gefühlt nichts vom Darkrai Raid. Nur mal kurz vielleicht, wenn wir es dann auch gefangen haben, ob es ein gutes war, ein schlechtes. Und ansonsten heute Giga Dynamax Gengar Raid Video. Und mein Ziel ist, ich bin Glücksfreund mit Winged Hussar und mit Pokémon Mining. Und dies beide sind wahrscheinlich auch beim Raid dabei. Vielleicht, wenn die es fangen, ich meins fangen, vielleicht einer von beiden macht einen Mirror Trade mit mir, also Spiegeltausch. Giga Gengar gegen Giga Gengar, damit meins, was ich fange, gleich weg ist und ich dafür ein glückliches krieg. Außer ich fange 100er, dann würde ich es vielleicht nicht weggeben, dann würde ich es vielleicht so lassen. Das ist der Hannes, der sitzt hier in seinem Bierzelt, wie man sieht. Und das Wetter passt auch. Es ist schöne frische Luft, es ist gut. Hier liegen die Handys da, da steht noch ein Bier. Weiß nicht, das steht hier einfach so rum, weiß nicht, wem das ist. Wir können mal probieren. Haben wir wahrscheinlich mitgebracht. Kennt ihr das? Das ist das Apoldaea Glockenpilz, Apoldaea, Apoldaea. Also das muss man so komisch besprechen, aussprechen und überhaupt. Wir machen jetzt den Darkrai Raid und sehen uns dann wieder. 15 Uhr, Fischknabenbrunnen. Und den Gengar, der da im Park ist, neben dem Fischknabenbrunnen, den machen wir dann kaputt. Und Hannes, wie sieht's aus? Wie viel hat's? 2098. 2136 müsste das 100er sein. Jetzt guckt mal hier. Der hat 2131. Der ist also richtig gut. Könnte ein 98er sein. Und das ist der Habanero. Der hat einen Shiny. Das ist cool, weil da können wir jetzt hier einfach den Ball drauf werfen, rüberziehen. Shiny ist ja eh beim ersten Ball drin. Also hier haben wir schon mal Glück, da haben wir ein richtig gutes auf dem Samyang und wir haben ein Shiny auf dem Habanero und oh, wir sehen uns beim Gengar wieder. Apolta Aea, guck mal, wer da zu Besuch ist, guck mal da. Und wen ich noch gefunden habe, der Pokémon Miningen ist gerade gekommen, mit dem bin ich ja Glücksfreund, deswegen werde ich versuchen im Anschluss an den Raid, falls ich das Gengar fange, gleich noch ein Giga Dynamax Lucky Trade zu machen mit Gengar. Da oben am Fischknabenbrunnen, seht ihr das? Da stehen schon eine Traube von Leuten und insgesamt wären wir dann 38 Accounts. Aber dann wollen noch aus Zellamelis und was weiß ich. Es wären bestimmt zwei Gruppen, wie man das organisiert, weiß ich nicht. Guckt euch nochmal das Laub an. So. Übrigens, wer gesehen hat, dass ich meine Gummischuhe weggeschmissen habe, ich habe jetzt wieder neue, habe ich ja gesagt, weiter geht's. Und bin bist du schon rein, oder was? Bei mir steht, die Kraftquelle ist zu weit entfernt. Also 34 habt ihr jetzt drin. 35 jetzt. Bei dir geht nichts. Ich komme auch nicht ran. Ich kann auch laufen, wie ich will. Das ändert sich. Ach, keine Ahnung. Ich muss es vielleicht trotzdem in die Richtung ein Stück. Ich kann halt nicht. Ja, das muss ja. Ich kann ja nicht. Ich kann halt nicht weglaufen wegen Hannes und dem Hotspot. Deswegen. Es ist alles kacke. Das kann Pupsi gar nicht mitmachen, weil ihr GPS sie ist. Steht 5 Meter neben der Arena und kommt nicht ran, obwohl wir direkt dran sind. Ich weiß ja nicht, ob Thomas drin ist, ob sonst was drin ist. Also es ist auf jeden Fall mega chaotisch. Ich setze mich jetzt einfach mal vor die Bank. Ich grenze mich jetzt hier ab und mache jetzt hier das Ding, so wie es ist.
Hier ist auf jeden Fall jetzt so viel los, hier sind so viele Leute auf einmal. Wir wissen absolut gar nicht, wie wir das eigentlich richtig sinnvoll umsetzen können mit zwei Gruppen bilden. Jetzt hieß es, geht einfach mal rein, einfach mal alle rein, dass die erste voll ist. Passt das so, passt das nicht? Ich weiß es nicht. Ich konnte jetzt auch gar nicht drauf achten. Es sind jetzt 35, 36 Leute gewesen hier. Jetzt habe ich ein Team ausgewählt, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt hier einen Metacross am Start. Hau einfach mal drauf. Sandra rennt da vorne rum. Die kam jetzt nicht dran, aber die wollen ja eh eine zweite Gruppe machen. Vielleicht geht's da, vielleicht bin ich dann fertig oder kann kurz bei ihr gucken oder mit ihrem Handy rumrennen. So, jetzt wird er groß. Jetzt mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar irgendwie so ein Schild einsetzen. Pass auf. So, Schild. Dönerwall, nehme ich mal. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich jetzt alle Partikel immer genutzt, um das ein bisschen aufzuwerten. Und jetzt haue ich einfach eine Döner-Chinese drauf. Vielleicht müssen wir auch gar nicht schilden. Vielleicht reicht es auch, wenn man einfach draufhaut, damit das weg ist, weil wir halt zu viele Accounts sind oder halt genügend. Man hat sich halt immer Sorgen gemacht, dass es nichts wird, dass man zu wenig ist. Und jetzt sind wir auf einmal zu viel. Aber eigentlich freut einen das ja, dass mal wieder was los ist. Leute aus Zellamel ist da, aus Suhl, aus Schmalkalden, aus Meining direkt, aus weiß ich noch, wo sie alle herkommen. Das Ding ist jetzt schon unter der Hälfte, es sind noch 80 Pokémon übrig. Ich weiß jetzt nicht, Shenaya, Thomas, sie wollten helfen, Excavator. Wir hatten eigentlich 15-10 ausgemacht, jetzt sind wir 15-13 irgendwann da so rein. Jetzt ist er wieder groß. Ich hau jetzt auch einfach drauf, ich mache jetzt einfach die Attacke dreimal, dass er weg ist. Und dann kann ich nach Pupsi gucken, was bei der los ist. 76 Pokémon sind noch übrig von uns, hier auch sehr effektiv. Einer hat auch einen Giga Dynamax Glurak. Eine Woche lang haben wir vorbereitet, eine Woche lang haben wir angekündigt, eine Woche lang wollten wir planen und jetzt vor Ort totales Chaos. Irgendwie ist es lustig, ist es cool. Ich hoffe nur, dass es trotzdem bei allen passt. Nicht, dass dann jetzt in der anderen Gruppe nur 5 Leute sind. Hannes, du warst mit beiden drin? Ja. Okay, Black Raven, mit dem habe ich mich kurz vorher angefreundet noch. Jetzt versuche ich es mal ganz kurz zu fangen. Dann muss ich trotzdem mal nach Pupsi gucken, dann muss ich meinen Lucky Trade noch machen. Baba! Einen reinsetzen von deinen? Nee, okay. Niemals, bist du verrückt. Ja, ich frage nur. So, Kaiser Kai hat gesagt, falls ich es nicht fangen sollte, bitte nicht wieder einen Meisterball nutzen, dann lieber mir eins von ihm rübertauschen lassen. Aber die sollen ja nicht nur leichter zu raiden sein, angeblich sind die ja jetzt auch leichter zu fangen, dürfte also nicht fliehen. Sehe ich aber gleich, wie es ist, einfach fabelhaft. Was mir auch aufgefallen ist, die bewegen sich nicht. Die greifen nicht an, die gehen nicht nach links, nicht nach rechts, die hüpfen nicht. Er ist drin, das ist schon mal gut. Jetzt müsste ich dann nur gucken, dass ich mit dem eigentlich mit 15 Angriff, 3 Sterne, gute Wertung. Ich würde es trotzdem abgeben, also wenn er möchte, der Pokémon Mining, dann würde ich es trotzdem wegtauschen und dann gucken, wie es bei ihm ist. Jetzt mache ich das mal kurz hier aus und melde mich dann gleich nochmal zurück, weil es sehr chaotisch ist gerade. So, da ist der Hannes, guckt euch den an, wie der jetzt hier durch das Laub läuft. Wir müssen nochmal kurz Feedback geben nach dem Raid, also beim letzten Mal alles super. Dieses Mal komplettes Chaos, also das Feature hat richtig dumm angefangen bei dem Beezer Floor Raid. Dann war es irgendwie richtig cool bei Turtok und Glurak, da hat alles gepasst. Diesmal hat wieder gefühlt nichts gepasst. Ein paar haben mir dann auch geschrieben, sie sind gar nicht reingekommen, egal, scheiß drauf. Sandra konnte nicht mal an die Arena, die wollten dann nochmal machen. In der zweiten Gruppe waren es dann auf einmal nur 9 Leute. Also irgendwie hieß es ja auch erst, es gehen 20 rein und die anderen bleiben für die zweite Gruppe. Aber irgendwie waren dann 35 drin und in der zweiten nur 8 oder 9, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein riesen Durcheinander. Jetzt hatte ich eins bekommen mit 3 Sternen und habe gedacht, okay, es hat sogar 15 Angriff, das passt. Aber mir ist ja nicht so wichtig, ich tausche es trotzdem, frage den Pokémon Miningen an und er sagt, ja, ich habe einen Shiny bekommen. Aber ist egal, wenn ich dafür ein gutes bekomme, kann ich dir das auch geben. Jetzt habe ich das kurz gefilmt mit der Bildschirmaufnahme, wie er mir sein Shiny rübergetauscht hat. Und man sieht sie nicht, man sieht nur mich, alles gut. Das hinten kann man nur sehen, was ich filme.
Ach, warum erkläre ich das überhaupt? War doch eh schon vorbei. So, auf jeden Fall hat er mir jetzt sein Shiny rüber getauscht. Es ist schlechter geworden. Meins ist zu ihm rüber. Es ist auch schlechter geworden. Und das finde ich richtig cool. Ich freue mich jetzt immer, wenn ich Glücksfreund werde mit Pokémon Miningen, weil der einfach sagt, ach, ist doch egal, ne? Kannst du einfach machen, fertig. Jetzt habe ich ein Giga Dynamax Glücks Gengar mit schlechten IV und werde wahrscheinlich trotzdem normal mit den Dynamax Gengarn kämpfen, die leveln, die machen. Ich bin mal gespannt, was als nächstes in den Giga Dynamax Raid kommt. Die laufen nämlich jetzt noch rum und wollen noch ein paar machen. Ich bin froh, den eingemacht zu haben. Das ist mir alles zu viel. Sandra ist auch genervt, die gehen jetzt noch auf den Markt, wuseln da noch ein bisschen rum. Ich muss mit Hannes jetzt noch was aufnehmen, deswegen gehen wir jetzt wieder heim. Und jetzt habe ich Dosht, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr einen Giga Dynamax Raid gemacht von Gengar? Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Was ist euer Bestes? Manche haben gestern, vorgestern schon 7, 8, 9, 10 Raids gemacht. Ich bin der Habanero jetzt. Ich bin free to play. Ich mache einen. Das reicht. Ciao. Also peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao. Tschüss, Hannes. Führt euch. Guck doch mal die Sonne, wie die da, hui, immer beim Kopf so rumwedelt. Mein Herz klopft auf jeden Fall jetzt noch von den vielen Gebusel da mit den ganzen Leuten.